Hänzlers schnelle Nummer. Heute, wie reinige ich eine Auflaufform richtig? Hier haben wir jetzt eine von unseren Auflaufformen. Man sieht richtig schön, man hat was Schönes drin gebacken, holt es raus, der Rest bleibt drin. Beste Tipp, weil ist ja aus Porzellan, heißt richtig schön glatt. Wenn ihr Zeit habt, über Nacht einweichen lassen. Kaltes Wasser, einfach randvoll einweichen lassen, über Nacht, nächsten Tag kannst du es so rauswischen, weil der Porzellan einfach so glatt ist, da bleibt nichts hängen. Wenn ihr jetzt wer sagt, nö, ich will das Ding gleich sauber haben, auch an der Stelle ganz wichtig, auskühlen lassen. Ich meine, Porzellan wird bei unfassbar hohen Temperaturen gebrannt, aber wenn ihr es wirklich aus dem Ofen holt und die ist noch heiß, holt den Kuchen raus, ach komm, ich pack das schon mal rein, das schon mal einweichen, bing, springt das Ding, aufgrund des hohen Temperaturunterschiedes. Deswegen jetzt hier die Form nehmen, machen wir hier kaltes Wasser rein, so, ach ne, hier war das, ne? Ups, so. Wichtig ist kaltes Wasser, damit das Eiweiß, was in dem Produkt war, nicht stockt. Also wenn ihr jetzt heißes Wasser reinmacht, dann werdet ihr merken, dann verklumpt das Eiweiß, sagen wir mal, von den Kuchen, von dem Auflauf, von den Eiern, die mit dran waren, von der Pasta und so, geschenkt, von der Sahne. Deswegen kaltes Wasser, einmal kurz einweichen lassen. Dann Fadis Lieblingsbürste. So, und normalerweise, je länger ich es einweichen lasse, desto besser. Aber jetzt, ich zeige einfach mal. Denke, ich mache das mal hier, damit das nicht so rumspritzt. So. Geht ihr ein bisschen mit der Bürste rein, löst die ersten Sachen schon mal. Weil das ist ganz entscheidend, weil wenn ihr sie richtig dreckig in die Spülmaschine packt, das macht keinen Sinn, weil da kommt auch heißes Wasser und dann habt ihr das, was ihr nicht wollt, dass nämlich diese Stücken immer vorher, danach, ihr holt das Ding aus der Spülmaschine raus, dass die immer noch dran sind. Deswegen einmal mit der Bürste bearbeiten. So. Dann habt ihr die ersten Sachen raus. Wischt auch einmal hier mit der Hand ein bisschen durch oder mit fließend Wasser. Einmal richtig schön, aber wie gesagt, das Beste ist einfach einweichen lassen über Nacht. Dann könnt ihr es nächsten Tag einfach raushauen. So, und wenn ihr jetzt das Ding in die Spülmaschine packt, ist es tipptopp, weil ihr den gröbsten Kram weggemacht habt. Wenn ihr jetzt aber selber sagt, nee, Spülmaschine, keine Lust, dann kommt keine Bürste, sondern so ein Schwamm zum Einsatz. Ich zeige mal ganz ohne Seife, ohne alles. Und da geht das hier, seht ihr selber, rucki zucki alles weg. Kann man auch machen. Aber ich meine, so ein Ding ist ja spülmaschinenfest, deswegen kann man es auch reinhauen. Jetzt wisst ihr, wie putze ich eine oder reinige ich eine Auflaufform richtig.